Kapitän Schwarzbart und seine Mannschaft segelten nun schon Tage umher, doch niemand begegnete ihnen. Also, wen oder was suchen wir jetzt nochmal, Kapitän? Wollte Ole wissen. Er schien sichtlich genervt. Schließlich hatten sie jetzt die Taschen voller Gold und könnten sich ein schönes Leben machen. Stattdessen trieben sie ziellos auf hoher See umher. Haltet Kurs! Erwiderte Kapitän Schwarzbart und begab sich unter Deck. Ah, was soll denn das jetzt? Will er mich für dumm verkaufen? Was bildet sich der Pfeffersack denn da ein? Na, warte, Jetzt beruhige dich, Ole. Schwarzbart weiß schon, was er tut, sprach Holzbein. Plötzlich gab es einen Ruck. Die flotte Lotte geriet ins Wanken. Was zum Geier war das denn? In diesem Moment stürmte Schwarzbart wieder an Deck. Beim Klabautermann! Was ist denn hier los? Es scheint so, als ob wir mit irgendetwas kollidiert sind! Ole drückte das Steuerrad fest an seinen Oberkörper. Die Mannschaft sah sich um. Doch nichts war zu sehen. Da geriet die flotte Lotte wieder ins Wanken. Das Holz knarrte und Wasser schwappte über die Reling. Holzbein, sieh nach, ob wir ein Leck haben. Ei! Ole, ich übernehme das Steuerrad. Schaff dich in den Ausguck. Ei! Während die Mannschaft des Kapitäns aufgeregt ihren Anweisungen folgten, stand Matrose Ben ganz ruhig am Bug des Schiffes und blickte auf das unruhige Meer. Hast du nichts zu tun, Ben? Brüllte Ole vom Ausguck hinunter. Er hatte Mühe, sich festzuhalten, denn das Schiff geriet ordentlich in Seegang. Meterhohe Wellen türmten sich vor der flotten Lotte auf. Ole geriet außer sich. Hast du nicht gehört, Ben? Mach dich verdammt nochmal nützlich! Das tue ich doch bereits, sagte Ben und blickte in die großen Augen eines gigantischen Seeungeheuers.